Achtung und bitte. Willkommen bei Lüthi und Blond, der erste Schweizer Soap-Opera. Ab morgen im Schweizer Fernsehen. Lüthi und Blond ist eine Geschichte, die eigentlich wie alle Geschichten eine Familiengeschichte, eine Geschichte über Menschen, eine Geschichte über unseren Alltag, eine Geschichte natürlich auch über die Schweiz, aber eben in einer sehr persönlichen Art. Im Großen und Ganzen geht es um eine Schokofabrik, aber vor allem um die Menschen drum. In der Soap sind die Leute da daheim und bei denen herrscht etwa die dicke Luft. Wenn mich jemand von euch jetzt im Verdacht hat, ich gehe wegen diesen Geschenken zum Grossvater, dann gehe ich jetzt auf der Stelle raus auf die Straße und schenke die Uhr irgendeinem armen Sieg, was wirklich nötig hat. Thomas macht kein Sieg, sondern nur ist 20.000 Schutz wert. Ja? Ich mach das. Das machst du nicht! Thomas! Das verschreckt er, hä? Das wäre wirklich schlimm. Wie ist es für dich? Also dicke Luft darstellen. Schön, ne? Ja, es macht Spass. Ja. Also, es ist besser als irgendwie leere Szenen spielen, wo man dann nicht mehr nur rumsitzt und gar nichts zu tun hat. Meine Filmmutter ist eine gutherzige Person. Wir haben eigentlich ein recht gutes Verhältnis. Außer wenn sie irgendwie Stress ist durch ihre Arbeit. Sie ist eine emanzipierte Geschäftsfrau, die sehr direkt und ehrlich ist. Es geht im Shampoo schlecht. Ah ja? Und warum ist denn niemand bei ihm? Wenn er so leid tut, warum bist du nicht bei ihm? Der Thomas Lüthi ist ein sanfter Rebell, würde ich sagen. Er wird auf gar keinen Fall das Leben führen, das seine Eltern führen. Er hat aber, also ich meine, wir haben nicht so grosse Konflikte, dass es unerträglich ist. Man ab und zu Streit und sieht einfach die Sachen nicht gleich. Aber im Grunde genommen ist er ein herzensguter Mensch. Dass oder Benjamin Futter in seiner Rolle überzeugt, erstaunt nicht. Immerhin ist er der Enkel von Anne-Marie Blanc und hat ihr Talent offensichtlich geerbt. Trotzdem, ein paar Tipps von einer erfahrenen Großmutter können nicht schaden. Teenager reagieren in der Regel ja sehr empfindlich, wenn man ihr persönliches Reich eindringt. Ich mache es jetzt trotzdem. Jetzt gehen wir nämlich ins Zimmer von Thomas Lüthi. Und der hat etwa die Besuch von seiner Freundin Lotta dargestellt, von der Tammy. Das Gesicht müssen Sie sich übrigens merken. Von dieser jungen Dame wird man in Zukunft sicher noch einiges sehen, aber vor allem auch hören. Muba 98, Auftritt von der Formation Captain Club mit der Leadsängerin Tammy. Musik und Schauspielerei. Tammy muss auch bei Lüthi und Blanc auf keine von ihren Leidenschaften verzichten. Gerade jetzt im Moment bin ich eine singende Schauspielerin. Aber wer weiß, vielleicht werde ich auch noch eine schauspielende Sängerin, genau, in ihrer Komplizität. Alles ist wichtiger als ich, alles andere. Der Lucky ist, ich muss dem wirklich helfen. Ja, ja. Das ist einfach schon die 197. Ausrede. Weißt du, dass ich gegangen bin? Lotta, morgen. Ich spreche morgen über den ganzen Tag. Also, sie ist einfach, es teilt sich total eigen. Ausgeflippt, ich weiss, also. Wir werden es dann auch sehen, oder? Also total durch. Und auf der anderen Seite läuft sie ja so dem Thomas hinein an und ist dort durch ziemlich so ein Mimösli eigentlich. Also Thomas, morgen. Wir üben aber wirklich. Ich muss schon sagen, dass es ist ja auch der Reiz ist, natürlich so eine Serie zu starten. Bin sehr, sehr froh. Also ohne Ausnahme bei der Arbeit mit den Schauspielern. Also ich muss wirklich sagen, das ist ganz toll. Alle guten Gutschen. Es kann man sein, dass man sich nicht so ganz einig ist, wie man eine Szene auflösen oder so. Und dann, aber richtig klopfen oder so, Krach. Sorry, aber... Hä? Nein, ich habe nie gewusst. Cut! Out!
Blanc, die erste Schweizer Soap-Opera. Ab morgen jeden Sonntag auf SF1.